wie kann ich nun als nächsten Schritt den Koffeingehalt einer unbekannten Probe auswerten? Das heißt, wie kann ich meine soeben erstellte Kalibrierfunktion nutzen, um über meine Software Clarity Chrome auswerten zu lassen, was der Koffeingehalt in einer unbekannten Probe ist? Dafür beginne ich wieder über mein Instrumentfenster und öffne hier ein Chromatogramm. Das heißt, über diesen Link hier oben klicke ich und bekomme mein Chromatogrammfenster. Das ist genau das Fenster, was sich auch automatisch öffnet, wenn ich eine Messung gestartet habe. Das heißt, wenn ich hier gerade meine unbekannte Probe gemessen hätte, wäre dieses Fenster automatisch aufgegangen. Wenn ich jetzt aber eine Probe analysieren möchte, die ich vorher schon gemessen habe, gehe ich hier über Open File und suche mir wieder genau diese Datei raus, die ich nun analysieren möchte. Eine Probe. Wenn ich diese öffne, sehe ich sofort, hier oben erscheint das Chromatogramm und hier unten erscheint eine Peak-Tabelle, in diesem Fall ein Result-Table. Nun ist hier noch nicht angegeben, welcher Amount vorliegt. Das liegt daran, dass ich noch nicht kalibrieren konnte. Über dieses kleine Fenster hier ist automatisch die Kalibrierung verknüpft, das heißt die, die ich als letztes verwendet habe. Die haben wir vorhin abgespeichert unter Koffein. Das heißt, ich suche mir die richtige raus. Hier ist sie, Koffein. Wichtig ist jetzt noch, dass er weiß, ich habe eine interne Standardkalibrierung durchgeführt. Ich möchte die Area, also die Peak-Fläche, integrieren, um zu verwenden. Und wichtig ist noch, ich muss hier unten angeben, wie der Amount, also die Konzentration des internen Standards in dieser Probe war, da darüber natürlich in der Kalibrierung korreliert wird. Und ich hatte natürlich wieder meine 22 Mikrogramm pro Milliliter. Klicke einmal rüber und sehe, der Result Table hat sich geändert. Das heißt, hier werden mir nun Ergebnisse ausgegeben. Er weiß nun, wie die Peaks heißen, über diese Kalibrierfunktion natürlich. Und er gibt mir auch aus, wie die Konzentration an Koffein in dieser Probe ist. Er weiß, dass Theophyllin der interne Standard ist. Für Paracetamol bekomme ich einen Error, weil ich hier nicht kalibriert habe. Hätte ich Paracetamol auch kalibriert, könnte ich genauso auch hier ein Ergebnis bekommen. Nun errechnet er natürlich mit der Kalibrierfunktion über die Peakfläche, die er hier gemessen hat, meine Konzentration an Koffein. Das heißt, in dieser Probe liegen 50,125 Mikrogramm pro Milliliter Koffein vor. Das hat er berechnet über die Kalibrierfunktion, die wir vorhin erstellt haben.